Jo, wollt ihr mal was Krasses sehen? Schüttet die Sau und ich wohne ja fast am Ende vom Berg und da vorne ist der Gully und der ist jetzt randvoll. Es kann kein Wasser mehr hier abfließen. Das sammelt sich jetzt auf der Straße und da passiert dann Folgendes. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wo ich so durch die Scheiße gelaufen bin. Jetzt passt mal auf, das ist der Hammer. Ich habe es gerade durch Zufall zum Glück gemerkt, sonst wäre mir gleich wieder bestimmt der Keller vollgelaufen. So, hier war ja damals alles mit Scheiße voll. Das kam ja damals hier raus, das Wasser. Das ist nämlich mit dem Hauptrohr, was hier rüber geht, meinem Scheißhausrohr verbunden. Und, das sind Kartons nur zum Wegschicken, da ist die Rücklaufsperre. Seht ihr? Und da ist ein Hebel. Ich habe sie gerade zugemacht. Ich hatte die damals aber nicht ganz dicht hier abgeschlossen. Und jetzt zeige ich euch mal was. Wo habe ich jetzt? Ich glaube, das war der hier. Von der Größe passt der. Mal gerade gucken. Passt mal auf, das Wasser steht nämlich schon. Seht ihr? Das kommt hier von der Straße. Das Rohr geht zur Straße. Und das Wasser drückt sich jetzt durch. Und hier kann es nicht mehr weiter, weil die Klappe zugemacht ist. Seht ihr, da steht auf zu. Und die vier Schrauben verhindern, dass das Ganze jetzt nach oben wegschießt. Und jetzt habe ich das mal ein bisschen geöffnet. Und ihr seht, das ist das Regenwasser, was sich jetzt durch den Gully drückt. Und dann habt ihr auch nachher die ganze... Oh, das ist zu viel aufgemacht. Da habt ihr nämlich schnell die ganze Scheiße im Keller. Ja, und da sage ich nur, zum Glück habe ich es gemerkt. Sonst hätte sich das nämlich jetzt weiter durchgedrückt. Und wenn es richtig scheiße gelaufen wäre, hätte ich die Scheiße wortwörtlich dann im Keller gehabt. Aber toi toi toi, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.